Mein Name ist Sabine Meierhofer. Ich bin von Beruf Sport- und Gymnastiklehrerin, Reha-Trainerin und seit vielen Jahren an der Volkshochschule Augsburg im Bereich Gesundheit als Dozentin tätig. Ich würde Ihnen heute gerne einige Übungen vorstellen, die Sie zu Hause im Homeoffice oder auch im Büro machen können, um Verspannungen gerade im oberen Rückenbereich zu vermeiden. Wir beginnen im aufrechten Sitz, setzen uns weit nach vorne auf unserem Bürostuhl, möglichst im vorderen Drittel, lassen die Arme locker baumeln und beginnen, die Schultern rückwärts zu kreisen. Wir ziehen die Schultern nach oben, weit nach hinten unten, das Kinn leicht rangezogen, den Blick leicht nach vorne abfallend. Der Atem fließt dabei gleichmäßig weiter. Wir wiederholen diese Übung zwischen 15 und 20 Mal, je nachdem, wie wohl Sie sich dabei fühlen. Das Brustbein zeigt zur Decke. Wir behalten einen aufrechten Sitz, beginnen uns nun nach oben zu strecken. Die Arme nach oben, die Hände drücken Richtung Decke. Wir verschieben dabei den Brustkorb rechts und links. Auch hier den Blick leicht abfallen nach vorne. Wir dehnen die rechte und die linke Seite und gehen dann vermehrt schon in die Seitbeuge. Achten darauf, dass wir fest auf unserem Stuhl sitzen bleiben. Und wir kommen immer mehr in die Seitbeuge. Bleiben aufrecht. Auch hier den Atem weiter fließen lassen. Auch hier nochmal 10, 15 Mal. Immer so, solange es Ihnen gut tut und Sie sich wohl dabei fühlen. Wir lassen die Arme nach oben, falten die Hände, drehen die Arme um, sodass die Handflächen zur Decke zeigen. Strecken uns nach oben durch, die Schultern etwas nach unten ziehen, lösen wieder. Das gleiche einmal zur rechten Seite. Lösen wieder. Zur anderen Seite. Auch hier fest sitzen bleiben auf dem Stuhl und nicht wegkippen. Und wieder lösen. Hände lösen und die Arme locker wieder nach unten schütteln. Wir nehmen die Arme in die U-Halte. Ich habe Übungen ausgewählt, die Sie alle gut auf einem Stuhl machen können und drehen den Oberkörper. Ja. Stellen sich Ihre Arme vor wie einen Bilderrahmen, Ihr Kopf als Porträt darin, der sich mitdreht. Achten Sie darauf, dass Sie die Arme möglichst weit geöffnet halten, die Ellenbogen nach Möglichkeit auf Schulterhöhe, ansonsten einfach etwas tiefer halten. Auch diese Übung wiederholen Sie ca. 20 Mal. Lassen den Atem gleichmäßig fließen und die Arme weit geöffnet. Ich komme dann wieder zur Seite, nehme die Arme nach unten und kreise noch einmal locker die Schultern zurück. Nehme die Arme nach vorne, die Handflächen zeigen zur Decke. Stellen Sie sich vor, Sie haben jeweils einen Ball auf Ihrer Handfläche, sodass diese immer nach oben zeigen. Und ziehen mal eine Schulter zurück und eine Schulter nach vorne. Nehmen Ihre Arme weit nach vorne. Vergrößern die Bewegung dann so langsam und ziehen die Ellenbogen wechselseitig zurück. Achten Sie immer auf eine aufrechte Position. Wenn Sie merken, Sie brauchen eine Pause, dann einfach immer pausieren und neu beginnen. Alle Übungen können Sie gerne in zwei Durchgängen durchführen.
A 15 bis 20 Mal. Ziehen Sie weit den vorderen Arm nach vorne und den hinteren Ellenbogen zurück. Sie können natürlich auch gerne den Kopf nach vorne schauen lassen und nur die Armbewegung ausführen. Zwischendurch wieder kurz entspannen, eventuell im Kutschersitz, dazu stützt man die Ellenbogen auf die Oberschenkel, auf die Knie und lässt den Rumpf ganz entspannt nach vorne hängen. Für 3-4 Atemzüge und dann richten wir uns erneut wieder auf. Das Brustbein nach oben, die Wirbelsäule gestreckt, das Kinn leicht nach unten gezogen. Wir kommen wieder in unsere U-Halte, kennen wir ja schon. Ich mache es vielleicht mal leicht seitlich vor. Kommen in die leichte Vorbeuge und ziehen die Arme nach vorne zurück und öffnen sie nach hinten wieder. Wir ziehen die Arme nach vorne und öffnen. Wir können das gerne mit der Atmung begleiten. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Hier die Arme weit öffnen, stellen sich vor, Ihre Schulterblätter wollen sich berühren und entfernen sich dann voneinander. Nach vorne. Bleiben Sie in der Vorlage, langgestreckt im Rücken. Diese Übung gerne wieder 20 Mal ausführen. Zwischen jeder Ausführung eine kurze Entspannungspause im Kutschersitz mit diesen aufgestützten Ellenbogen, dem Kopf hängen lassen, den Oberkörper entspannt und den Atem bis in den Bauch fließen lassen. Für 3-4 tiefe Atemzüge. Und dann wieder in eine aufrechte Position zu kommen. Wir beugen uns noch einmal mit langgestrecktem Rücken etwas nach vorne. Strecken die Arme vor hoch. Achten Sie darauf, dass Sie möglichst in einer Linie sind, Arme und Rumpf. Wenn das nicht möglich ist, einfach die Arme etwas tiefer nehmen. Wichtig, dass der Oberkörper diagonal und langgestreckt bleibt. Und dann beginnen wir mit den Armen zu hacken. Die Schultern dabei wegziehen von den Ohren, kleine Hackbewegungen mit viel Spannung in den Armen. Der Rumpf bleibt fest, der Atem fließt, die Füße haben festen Bodenkontakt. Es ist wichtig, gerade bei dieser Übung, die in unsere tiefen Muskelschichten geht und die durch vieles Sitzen einfach an Kraft verlieren. 20 Sekunden circa. Sie strecken sich wieder und schütteln die Arme locker nach unten aus. Kommen auch da wieder in den leichten, in den Kutschersitz zur Entspannung. Wieder für 3-4 Atemzüge. Und können dann erneut in einen zweiten Durchgang starten. Wir drehen uns, wenn möglich, von unserem Schreibtisch etwas zur Seite, richten uns wieder auf, das Kinn leicht abfallend, lehnen den Oberkörper etwas nach vorne, achten Sie bitte drauf auf die Fußstellung, Beine hüftbreit, feste Position am Boden. Wir nehmen die Arme wieder in unsere U-Halte, ziehen die Unterarme nach vorne zusammen und öffnen die Arme nach hinten wieder. Wir ziehen nach vorne zusammen und öffnen nach hinten. Wir ziehen zusammen. Öffnen nach hinten, dabei nähern sich unsere Schulterblätter. Wir haben Spannung im oberen Rücken. Lassen den Atem gleichmäßig dazu fließen. Aus. Und ein. Aus. Und ein. Oder Sie atmen in der Art und Weise weiter, wie es Ihnen angenehm ist. Sie führen auch diese Bewegung 10 bis 15 Mal aus und machen zwischendurch eine kleine Pause im Kutschersitz, stützen die Arme wieder auf die Oberschenkel und lassen den Kopf ganz entspannt hängen.
atmen hier 3, 4 tiefe Atemzüge, richten sich auf und starten dann erneut in die zweite Folge. Eine weitere Übung, wieder aufrechter Sitz, Oberkörper leicht nach vorne gebeugt, die Arme nach vorne strecken. Achten Sie darauf, dass Sie die Schultern nicht nach oben ziehen, sondern von den Ohren weg. Beginnen mit gestreckten Armen, ganz viel Spannung nach vorne zu hacken. Fällt es Ihnen sehr schwer, die Arme auf Körperhöhe zu nehmen, dann nehmen Sie es einfach etwas tiefer, achten aber unbedingt auf den langgestreckten Rücken. Lassen den Atem weiterfließen, halten Ihren Rumpf fest und versuchen, diese Bewegung, diese Übung ca. 20 Sekunden durchzuhalten. Merken Sie, dass die Kraft eventuell so lange nicht ausreicht, einfach vorher schon Pause machen. Wir stützen uns dazu wieder im Kutschersitz auf die Oberschenkel und lassen den Rumpf ganz entspannt und vor allen Dingen den Kopf ganz schwer nach unten hängen. 3, 4 tiefe Atemzüge bis in den Bauch. Dann erneut aufrichten und in die zweite Serie wieder für ca. 20 Sekunden starten. Wir drehen uns wieder nach vorne zum Stuhl. Wir greifen, wenn möglich, hinten die Lehne oder die Armlehne, je nachdem, wie Ihr Stuhl beschaffen ist. Richten uns auf, lassen das Brustbein nach oben zur Decke wachsen. Halten Sie sich fest, dehnen hier im Schulterbereich, Brustbeinbereich. Nehmen den Kopf ganz leicht nach hinten in den Nacken, nur so weit, solange es Ihnen angenehm ist. Halten diese Position für ca. 15 bis 20 Sekunden. Wir lösen die Arme nach unten, kreisen erneut die Schultern. Wir setzen die Beine, das können Sie jetzt nicht sehen, aber eventuell versetzt auf, stützen die Hände auf den Oberschenkeln ab mit langgestreckter Wirbelsäule, stehen wir zwischendurch einfach noch mal kurz auf, stellen die Beine parallel, nehmen die Arme nach oben und nehmen noch einmal unsere Streckübung vom Anfang wieder auf, gehen vielleicht dazu auf die Zehenspitzen, sonst wollten Sie sich nach oben für eine Strickleiter Richtung Decke bewegen, Bauchnabel. Bauch locker, den Atem immer gleichmäßig weiterfließen lassen, strecken, sodass wir auch noch mal leicht in die Seitdehnung kommen. Dann wieder beide Arme nach oben und locker nach unten ausschütteln. Nehmen die Arme noch einmal nach oben und schütteln wieder locker nach unten aus. Dann wieder Platz, dann drehen wir uns etwas zur Seite, stellen die Beine etwas versetzt auf, stützen uns mit den Händen auf den Oberschenkeln ab und stehen kurz dazu auf. Wir nehmen, wenn möglich, unseren Stuhl etwas zur Hilfe, nehmen die linke Hand in dem Fall an den Stuhl, wir stehen auf unserem linken Bein und beginnen mit dem rechten Bein zu pendeln. Je nachdem natürlich immer, wie viel Platz hier in Ihrem Büro, in Ihrem Raum zu Hause vorhanden ist. Sie achten darauf, dass Ihr Becken fest bleibt. Sie können sich auch jedes Mal noch nach oben drücken auf die Fußspitze bzw. auf die Ballen und haben dann gleich noch ein kleines Wadentraining mit integriert. Die Bewegung aus der Hüfte kommen lassen, nach vielem Sitzen, Hüfte mobilisieren und vor allen Dingen nach hinten strecken. Ganz wichtig, achten Sie drauf, ich zeige es mir einmal ganz kurz falsch, versuchen Sie nicht zu sehr ins Hohlkreuz zu kommen. Lassen Sie Ihr Becken fest und pendeln Sie das Bein nur so weit nach hinten, solange Ihnen das möglich ist. Auch jede Seite 15 bis 20 Mal, dann umdrehen und die andere Seite. Wir strecken uns danach einfach nochmal nach oben, wie Sie es schon im Sitzen hatten.
Anfang nochmal kräftig regeln, dabei auch wieder auf die Fußballe steigen, am Platz marschieren in kleinen Schritten, sich langstrecken. Noch einmal den Brustkorb rechts, links zur Seite dehnen. Etwas mehr noch in die Seitbeuge kommen. Wir bleiben wieder stehen. Greif mit dem rechten Arm nach links, mit dem linken Arm nach rechts. Dabei den Bauchnabel leicht eingezogen lassen. Den Blick wieder nach vorne gerichtet, leicht absteigend. Beide Arme nach oben und locker ausschütteln. Ich freue mich, wenn diese Übungen Ihnen dabei helfen, im Homeoffice oder im Büro locker und fit zu bleiben. Schauen Sie doch gerne in das Programm Ihrer Volkshochschule. Sicher finden Sie dort einen Kurs, der Sie zum Mitmachen motiviert und Sie weiterhin fit hält. Natürlich können Sie gerne auch an der Volkshochschule Augsburg bei mir einen Kurs buchen. Ich würde mich freuen.